Wer den Reichen nichts nimmt, kann den Armen nichts geben. Darum lasst uns die Frage nach den Eigentumsverhältnissen stellen. Ich interessiere mich für Europapolitik, Friedenspolitik, ganz wichtig, Frauen, Gesundheit und Umweltpolitik. Wir unterscheiden uns von allen anderen Parteien im Bundestag vor allem dadurch, dass wir für ein Ende der kapitalistischen Gesellschaftsordnung kämpfen und einen demokratischen Sozialismus anstreben. Das muss immer wieder deutlich werden. Das erste Mal auf die Straße gegangen bin ich gegen die Stadtbahn West in Frankfurt, weil da große Gebiete Wald zerstört werden sollten. Ich möchte auch weiterhin eine Landesgruppe mit Abgeordneten, die um die Bedeutung von Bewegungen wissen, darin verankert sind und die ihr Abgeordnetenmandat auch dafür nutzen, Bewegungen mit aufzubauen und zu stärken.